Jawohl, schönen guten Morgen. Ich bin heute wieder auf der Tour im nördlichen Harzvorland, hier Ecke Wallmoden Richtung Ostlutterhoch. Das ist so eine kleine Tour hier in unserer Nähe des Waldes. Das sind etwa so 15 Kilometer Tour. Ja, ich bin heute drauf eingeladen worden auf der Tour vom Tore Schallenberg. Der will zwar noch nicht so auf die Kamera mit drauf, er sagt, es ist noch zu früh, aber da vorne steht er schon. Ja, wir sind jetzt hier an einem alten historischen Friedhof einer adligen Familie aus Wallmoden und das ist eben ihre Grabstellen. Und ja, die gucken wir uns mal genauer an, wenn ihr wollt. Das hier ist das jüngste Grab, ist 2015. Ja, liegt die ganze Familie hier. Ja, da habt ihr jetzt einen Blick ins innerste Tal. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr was seht. Wir haben ja noch gerade mal 8.30 Uhr. Die Sonne ist noch am Aufgehen. Und zusätzlich haben wir heute nicht so tolles Wetter. Von daher, aber so ein bisschen was könnt ihr gucken. Das innerste Tal Richtung Ringelheim. So, das ist jetzt Neu-Wallmoden da hinten, das kleine Örtchen. Ja, das sind alles so kleine Orte, die haben so 200-300 Einwohner, mehr sind das hier nicht. Aber alles sehr idyllisch gelegen. Wie ihr seht hier, das gehört hier alles mit dazu und man hat hier super Sicht in die Landschaft. Ja, das braucht man halt, ne? Gut, auf geht's, weiter. Genau, und da oben, da ist der Westerberg. Um den kann man drum rumlaufen. Hin und zurück 3,5 Kilometer. Ja, schafft man gerade so. Mit der Pause vielleicht geht das. Ja, hier hinter mir, die höheren Berge dort, das sind die Berge aus dem Harz. Das ist einer von den alten Grenzsteinen. Das KH steht für Königreich Hannover und nummeriert ist er auch. Da steht die Nummer 155 drauf. Ich gehe mal ein bisschen dichter, vielleicht kann man das dann sehen. So. Und von der gegenüberliegenden Seite seht ihr dann HB und auch die Nummer 155 und HB steht halt für Herzogtum Braunschweig. Ja, das ist hier der alte Grenzpfad. Zu der linken Seite ist Königreich Hannover, zu der rechten Seite ist Herzogtum Braunschweig und ja, das war hier früher die Grenzlinie gewesen. Ja, wir sind jetzt hier am Platz, der nennt sich hier Dicke Eiche und da liegt sie leider. Umgefallen, 100 Jahre alt geworden. Ja, schade drum. Kommt her, gucken wir uns mal genau an. Ja, und da sieht man halt noch die Wurzeln. Oh, das da hinten ist dann jetzt Luther. Luther am Baren Berge. Ja, so sieht das hier aus. Da hinten diese hohen Berge, die ihr da seht, die hier oben, das sind alles schon die Berge aus dem Harz. Wir gehen jetzt dort weiter und dann gehen wir weiter links rein in den Wald dort hinten, den Berg, den ihr da seht. So, der Tore hat mich jetzt in so einen alten Steinbruch reingeführt. Der ist hier schon verlassen und da bin ich schon ganz gespannt drauf, was man hier so sieht. Also hier sieht man schon die ersten Felsen. Da darf man schon sich drauf freuen. Okay, schauen wir mal.
dieser Bank hat man eine richtig tolle Sicht. Und die zeige ich euch. Das ist so, das ist die Sicht. So, wie man sieht, die Sonne kommt raus. Ja, wir haben Glück. Muss ja auch so sein. Ja, wie gesagt, das ist hier ein alter, stillgelegter Steinbruch. Das ist richtig hübsch und toll anzusehen. Und da geht es jetzt weiter. Und dann gucken wir mal, was wir weiter so finden. Ja, das war heute die Runde einmal rund um Lutter über die Hügelketten. Etwas mehr als 17 Kilometer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das virtuelle Mitwandern. Ja, Tore, ich darf mich einfach mal bei dir bedanken. Ja, für eine gerne. Schöne Tour, ne? Gerne wieder mal, wenn es so wieder passt und Zeit hast. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Grüße, euer Thomas, GPS und so einen ganzen Kram wieder in die Infobox. Ja? Mhm. Bis dann, haut rein, ciao. Macht's gut, tschüss.